Oh, hier haben wir was Schönes. Forcing another car off track. Forcing another car off track. Hier muss ich einmal ganz kurz kontrollieren, weil es widescreen ist, ob das passt. Schauen wir mal rein. Wait, what? Wo will er denn da hin? Wo will er denn da hin? Da ist doch gar keine Lücke. In was für eine Lücke denn? Wo ist denn da eine Lücke? Da ist keine Lücke. Nee, da ist keine Lücke. Ich glaube, ich würde Alex recht geben. Er hat sich einfach verschätzt an der Stelle. Weil es ist jetzt nicht so, als wenn das hier keine normale Linie wäre, so, ne? Da ist halt kein Platz. Ich denke, er hat sich einfach ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, überschätzt könnte man schon sagen, dass er mehr Geschwindigkeit hat und dachte, er kann da nochmal reingehen. Aber dem ist jetzt nicht so. Ne? An der Stelle ist, funktioniert so nicht. Was war das jetzt für eine Runde? Müssen wir mal kurz gucken. Kann man das sehen? Hat er das sogar noch geschnitten für uns? Runde 5. 4. Entschuldigung, Runde 4. Das könnt ihr jetzt gerade nicht sehen. Das ist Runde 4. Das müsste Causing a Collision sein. Nicht das müsste, das ist Causing a Collision. Und das geht für 0,6 weg in der Runde. Copy. Forcing another car off track. Ist aber falsch, weil es ist Forcing. Nee, es ist Causing a Collision. So, was haben wir denn im Potpourri noch anzubieten? Oh, Intentional Causing a Collision. Oh, Intentional mal wieder. Heidewitzka, heute haben wir aber sehr viel vorwurfsvolle Reports, Junge. Eieieiei. Na, da gucken wir mal rein. Was ist denn? Wir sind wieder auf Suzuka? Sind wir auf Suzuka? Ja. Ich muss kurz mal den Sachverhalt verstehen. Ich muss erst mal ganz kurz verstehen, wer hier wen reportet. Weil hier geht es um intentional. Also hier ist der Vorwurf im Raum, das war mit Absicht. Also hier geht es darum, dass der Lamborghini dem BMW vorwirft, dass das mit Absicht passiert ist. Der Lamborghini reportet den BMW, korrekt. Hier stellt sich mir als, nochmal, hier geht es nicht darum, irgendjemand zu degradieren, ja? Darum geht es hier nicht. Es ist nur eine Unterhaltung, die wir führen, um Wissen zu vermitteln. Ich als Lamborghini-Fahrer jetzt, wenn ich jetzt der Fahrer wäre, ich sehe dieses Konstrukt. Als Fahrer ist mir bekannt, dass in der 130R normalerweise Vollspeed ist. Also die wenigsten Autos müssen bei der 50 bremsen. Da sind zwei Autos, die in einer, ich sag mal am Exit, wenn du rauskommst, 238 bis 240 Klamotten haben, wenn es optimal läuft.
Ich sehe nun also zwei Autos nebeneinander fahren und das rechte Auto steht auf der Bremse. Da müssten bei mir als Fahrer alle Alarmglocken angehen. Moment, excusez-moi, wir können jetzt nicht normal durch diese Kurve durchfahren. Können wir nicht. Ist absolut nicht drin. Das wäre jetzt mein Denkprozess. So, er fährt jetzt rein, er bremst einmal kurz an, also er bremst schon noch ein bisschen mehr, als er, glaube ich, sollte. Ist immer noch auf 230 Klamotten unterwegs und fährt da volles Brikett hinten drauf. Und hat aber auch nicht die Intention zu bremsen, verzögern, irgendwie zu gucken. Es wäre super simpel gewesen, hätte er weiter getrailbreakt und der BMW wäre sowieso weiter nach außen gekommen, hätte er verkürzen können und hätte in der Mitte durchfahren können und hätte sogar beide überholt. Er hätte beide überholt, weil er den besseren Exit gehabt hätte. So, was hat er jetzt gehabt? Wir gucken. Wir sind übrigens in Runde 13. Das heißt, wir sind nicht im Qualifying oder sonstiges dergleichen. So, der BMW. Hier ist der BMW. So, der BMW hat hier 201 Klamotten. 201. Und der andere, also der Lamborghini, fährt durch diese Kurve mit 230 Klamotten. Der Lamborghini hat jetzt nochmal, damit wir das verstehen, der Lamborghini hat den BMW reported. Das Auto, was jetzt da hinten volles Brikett reinpfeffert, hat den BMW reported, sogar der Absicht bezichtigt. An der Stelle ist die Entscheidung super simpel, es ist no further action. Das ist no further action. Für euch als Hinweis, ne, weil wir wollen ja auch was mitgeben, wenn in der 130R auf Suzuka jemand auf die Bremse tippt vorher und massiv verlangsamt und daneben noch ein Auto ist, kannst du da nicht volles Briketski durchfahren, außer sie sind weit genug vorne, dass du da noch reinschlüpfen kannst. Aber selbst dann musst du noch verringern, weil wenn du volles Brikett durch die 130R fährst, wirst du so weit nach außen getrieben. Also wenn du im Optimalfall mit über 230 oben auf dem Curb ankommst, wirst du so weit rausgetrieben, dass du quasi lenken kannst, so viel du willst, du schiebst über die Vorderachse. Ne? Also aufpassen dabei. Und immer, also wirklich, ist auch ein Appell, wenn ihr reporten möchtet, ist das euer gutes Recht und es ist auch sehr gut, also es ist auch wirklich sehr gut, dass ihr reportet, überlegt aber vorher ein bisschen. Ein bisschen den Kopf anstrengen vorher und schauen, ist das jetzt wirklich seiner, ist das meiner? In der Runde hätte der Lambo eh ins Pit gemusst. Nee, das ist die letzte Runde gewesen. Der hätte nicht reingemusst. Das sind nur 25 Minuten Rennen. So, wir sind im GT4. Nee, stimmt gar nicht. Wir sind beim M2 unterwegs. Was haben wir denn hier? Ich nehme mal an, der Weiße reportet den Roten. Nee, der Rote den Weißen. Das gucken wir jetzt nochmal ganz schnell nach. Kleinen Moment. Ist eigentlich auch an der Stelle simpel, ne? Ist jetzt nichts irgendwie, was nicht mal passieren könnte. Also jetzt nicht, dass man so mit Ach und Krach gleich hier die Fackeln raus und die Mistgabeln. Tja. Das geht nicht unter NFA durch. Das geht nicht unter NFA durch. Weil es am Ende entsteht ja eine Kollision. Die wird ja ausgelöst durch den Weißen auf den Roten. Und der Rote verliert ja in dem Moment sein Auto. Ich weiß, wo wir argumentativ hingehen. Ich nehme euch mal diese Argumentation, nehme ich euch mal raus. Der Rote bremst ja auch zu spät. Das ist absolut korrekt. Wäre der Weiße nicht auf den Gelben gefahren, hätte es ja trotzdem sein können, dass der Rote hätte durchfahren können, weil der Gelbe reagiert hat. Und dann wäre es eine Divebomb gewesen, hätte aber nichts passieren müssen. Und hätte Fahrradkette sind keine Beweise. Was wir hier sehen können auf dem Bildschirm ist, Weiß schießt Gelb ab, Gelb in Rot rein. Das ist das, was du hier sehen kannst. Und auch wenn es überhaupt nicht schmeckt und man sagt, jo, der hat sich verbremst, der wäre sowieso weggeflogen. Das ist aber hätte Fahrradkette und das, was man auf dem Bild sieht, muss man bewerten. Und mehr können wir nicht bewerten.
Wer reportet da jetzt nochmal wen? Der Rote, den Weißen. Aber Weiß hat sich doch nicht verbremst. Na, Weiß hat sich insoweit verbremst, dass er den Gelben rausgeschoben hat. Alex, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich würde nochmal lesen. Der Weiße hat sich vielleicht in dem Moment nicht verbremst, er hat sich aber für diese Situation, in der Situation, dann habe ich nichts gesagt. Ich dachte, du willst auf was anderes hinaus. Okay, gut. Aber an der Stelle, weil da gab es nämlich auch eine Änderung. Der Weiße hat sich in dem Moment jetzt nicht verbremst. Er hat sich für die Situation aber verbremst, weil er den Gelben hinten drauf fährt. Ne? Also hat das nicht mit in die Gleichung reingetan, dass Autos, die vor dir sind, dir ein bisschen Wind wegnehmen, die dein Auto Anpressdruck geben. Ich hätte gerne die Kurve davor gesehen, da war auch was. Wieso war da was? Wieso war da was? Warum gehst du davon aus, dass da was war? Weil einer Lichthupe macht? Also hier werden sie sich wahrscheinlich auch kurz mal berührt haben, nehme ich an. Also Tür an Tür. Also irgendwas ist hier vorgefallen. Auf jeden Fall hat er gerade einen Impact, dass er nach links geht. Also oder auch nach links geschoben wird. Aber warum gehst du davon aus, dass da was gewesen ist? Genau das meine ich. Aber das heißt ja nicht, dass da was gewesen ist. Manchmal gibt es ja auch Kurven, wo du Tür an Tür durchfährst und du rampelst dich halt ein bisschen an und dann ist dem halt so. Und von der Theorie müsste Gelb ja beide reporten oder können nicht. In der Theorie müsste Gelb beide reporten können, richtig, ja. In dem Fall würde aber der Rote, in dem Fall der Rote keine Strafe dafür kriegen, weil wo soll der Rote hin? Der steht ja voll auf der Bremse. Und der Weiße hat ja den Gelben reingeschoben in den Roten. Also der Rote kann ja nichts machen. Der könnte höchstens noch rechts in die Wand reinziehen. Mehr bleibt dem ja am Ende nicht übrig. Also da gibt es ja keinerlei Option. Und jetzt mal hin oder her, ob sie sich verbremst haben oder nicht. So, das ist Causing a Collision und das geht mit 0,6 weg. Weil es ist nicht Runde 1. Ne? Also es ist eine stabile 0,6. So.